Also ich wusste das vorher nicht, ich kannte das nicht. Und ich hatte eine E-Mail bekommen von dem mit Nika. Und dann war ich schon, also okay, weil für mich war das sehr normal, 17 Jahre bei Turbine zu spielen. Das war für mich nichts Besonderes. Und jetzt war es so, dass ich genau dafür, was viele manchmal auch belächelt haben, darf ich halt heute hier sein und darf so eine schöne Erfahrung auch einfach mitnehmen, was ja dann auch wieder jemanden bestärkt in so einem Verhalten, ne? Dass man nicht alleine ist mit so einem Verhalten einfach, dass es dann auch mehr auf der Welt gibt. Ne? Das ist sehr spannend. Ich glaube, bei den Männern ist das gut, weil ich glaube, es gibt genug Spieler. Aber ich glaube, beim Mädchen, bei Frauen ist es schwierig, viele gute Spieler zu bekommen. Aber ich glaube auch, dass es geht dann nicht immer um den größtmöglichsten Titel. Klar, Siegen ist wichtig und auch daran arbeitet man ja auch hin. Aber ich glaube, es ist viel wichtiger, dass dann auch für die Region bedeutet es viel mehr, wenn man da eben auch ja, Kinder von den Nachbarn auf dem Platz sieht. Oder das ist ein viel stärkeres Zusammengehörigkeitsgefühl. Das kann man mit so einem monetären, also materiellen Werten nicht auf. Also ich glaube, es ist nicht immer einfach, so eine Philosophie. Aber ich glaube, es ist ein sehr guter, also in meinen Augen ja sowieso der richtige Weg. Also. It's so great. It's feeling so happy. I'm so thankful that I can be here and also get this statue, this prize. And I have tears in my eyes on the pitch. And I'm very lucky for the moment.